Willkommen zurück zu Let's Play Friff. Wir sind jetzt hier bei der Reunion-Quest stehen geblieben, nachdem wir ja zwei Parts ja mal die Quests vorab gesammelt haben für die 45 und 43er Quest. So, da hätten wir auch wieder ein paar Reversion, paar Airwags, die wir dann wieder gut verschwenden können für ein Schild, das eh nicht besser wird. Das jetzt mal nicht mal so wörtlich genommen. Das stimmt vielleicht sogar. Naja, egal. Jetzt habe ich noch ein paar Pro. Wie soll man sagen? Noch ein paar Dinge zu klären. Und zwar. Ich habe das auch mal mit drei Echsen probiert, aber es. Ich krieg's einfach nicht hin. Das heißt, dass ich werde das Projekt wahrscheinlich auch nicht mehr so lange weiterführen können. Tut mir jetzt zwar vielleicht für die, die jetzt da Fan geworden sind, wahrscheinlich wegen dem jetzt abonniert haben, aber. Ihr müsst das sozusagen so sehen. Also mit zwei Echsen kann ich auch normalerweise aufnehmen. Aber sobald ich eine dritte offen habe, dann laggt das wie Sau und gibt nur Standbilder. Fragt mich nicht wie. Ich glaube, jetzt spinnt das schon jetzt schon wieder rum. Ich glaube, ich mache die zur Sicherheit doch nochmal weg. Ich habe da noch Facebook. Facebook und Zock offen. Vielleicht hilft das mal. Das ist ehrlich so eine abgefuckte Scheiße. Ich habe vorhin das nochmal ausgetestet mit 2x und dann klappt das natürlich perfekt. Aber jetzt scheint er mal wieder seine Tage zu haben und meint immer rumspinnen zu müssen. Was ich etwas nochmal sagen wollte, sobald ich den 3x aufmache, dann leckt das genauso, wie ihr es gerade vorhin gesehen habt. Nur noch in der schlimmeren Variante, dass es dann auf jeden Fall noch ein Standbild gibt. Ich kann sogar mit der Bitrate runtergehen und es wird nicht besser. Ich nehme jetzt mal an, das liegt einfach, weil. Also, entweder mein PC schlecht ist, das kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht ist es, aber ich will es jetzt nicht herausfinden. Oder es liegt schlichtweg an B, dass einfach das Spiel Let's Play untauglich ist. Tut mir jetzt echt leid, ich weiß auch nicht, an was es genau liegt. Ich habe schon alles Mögliche versucht, das klappt einfach nicht. Ach ja, und von der Serverwartung kommt man wieder nichts offen, es ist wieder nichts am Laufen. Das Doppel-Drop-Event wurde beendet, das lief nur die eine Woche und das dreifache XP-Event war eigentlich schlichtweg den Witz der Sache. Random. Alle Stunde 10 Minuten und die kriegen es trotzdem nicht hin, es war doch wieder permanent. Ja gut, für die alle, die jetzt gerne leveln wollten. Also jetzt momentan läuft es immer noch das gleiche. Wie ich schon in letztens mal so erklärt habe. Also so das 7-jährige Geburtstag-Event, was eh wieder das gleiche ist wie von letztem Jahr. Sonst muss ich überlegen, ich habe noch mehr zu berichten gehabt. Ach ja, und für irgendeinen Parts, das kann jetzt sein, dass jetzt dann in nächster Zeit vielleicht auch noch nur zwei Parts die Woche kommen. Liegt einfach daran, dass ich da. Eben, dass ich dann in nächster Zeit nicht mehr so viel Zeit für LPS habe. Und ich habe sonst noch zwei andere Projekte am Laufen. Also, falls ihr euch wundert, warum dann zum Beispiel pro Woche vielleicht nur noch zwei Parts kommen oder noch weniger, dann liegt es einfach daran, dass mir am schlichtweg an Zeit fehlt, weil ich bin ja berufstätig, müsst ihr wissen. Ich habe schließlich noch ein Real Life zu führen. Und sonst. Weiß auch nicht, dass einige. Vielleicht gibt es auch einige davon, die ja meine Livestreams mitbekommen haben. Also den Final Fantasy 13 Livestream. Ja, was habe ich letzten Freitag erwähnt, dass ich dann das Nachfolgeprojekt da. Sorry. Dass das Nachfolgeprojekt dann Fallout New Vegas sein würde. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich dazu auch noch ein Video, oder ich kann das auch hier machen. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie ich dann das machen werde, weil. Was ich eigentlich jetzt damit sagen wollte, ist, es gibt ja bei Fallout New Vegas, was ihr es kennt, gibt es ja vier Storylines. Hätten wir zum Beispiel einmal die RNK-Story, dann die Caesar's Legion-Story, dann die Mr. House-Story und dann eben noch da die
vierte Story für den Ja-Sager. Also für die, die es jetzt nicht kennen, nicht so schlimm, das würdet ihr dann mal so sehen. Jedenfalls ist die Frage jetzt an euch, welche Storyline wollt ihr eher sehen? Schreibt es mir unten in die Kommis. Aber momentan hat es jetzt noch keine Eile, weil Final Fantasy 13, das läuft jetzt noch ein paar Wochen. Okay, ist das CS-Pad hier nicht so lange, weil das läuft in gut 21 Minuten ab. So, was sind die normalen Tombstone-Bearer? Also, falls Leute gibt, die eine bestimmte Story einsehen, dann lasst es mich wissen. So, also, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt, dann bin ich meistens dafür den Ja-Sager gewesen. Aber da das sozusagen das New Vegas dann dem Volk gehört und nicht dem Obermatzer. Aber dazu später mal mehr davon. Jetzt haben wir momentan diesmal Tombstone-Spiel 15 Stück zu killen für die Reonan-Quest. Und sobald wir 43 haben, müssen wir dann noch kurz zurück. Und dann können wir schon mal die Top Marbles abgeben. Dann kriegen wir auch wieder 20% und Penya dafür. Also 20% XP und ein paar tausend. Oder ein paar 10.000, 20.000 Penyas. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, da ich die schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Das habe ich vielleicht gerade beim ersten Mal vielleicht gemacht. Oder doch nicht. Ja, normalerweise sind die meisten ja auf dem Koralleninsel, aber die Preise für ein Korallenticket, das ist einfach übertrieben. Also zumindest wenn man nicht von den AHA-Preisen angeht. 80 Bio für einen Tag. Nee, ehrlich, also. So leid es mir auch für denjenigen tut, der so gerne verkaufen möchte. Es tut mir einfach so schaurig leid, dass ich es einfach nicht leisten kann. Bin ja noch nicht in dem Bereich, in dem ich halt die ganzen Oris und Moods farmen kann oder die ganzen Tanks sowie die Hype-Bros. Also ein bisschen Preisfairness könnte man da ein bisschen schon erwarten. Und dann noch die Sache, ja, wegen dem neu angekündigten Fliff-Erweiterung. Was erwartet ihr eigentlich so davon? Könnt ihr die Erwartung da auch unten in die Kommis posten, wenn ihr wollt. Je nachdem, was jetzt da noch so bei rumkommt, kann ich so gerne mal die Projekte ein bisschen ausweiten. Je nachdem, ob es von der Aufnahme her klappt. Weil ich kann nicht einfach mit... Kann ich da einfach mit Reixen aufnehmen, wenn das dann immer ständig zu Bildhängen kommt. Das gleiche hat der Spielerstyle auch schon mit meinem Sinn letzten Parts zu meckern gehabt. Aber da hat er auch recht, weil... Ich weiß jetzt zwar nicht, wie gut sein PC ist. Aber so wie ich da gehört habe, ist er schon vor seit Jahren, hat er ja auch immer aufgerüstet. Und meine... Ja, der ist vielleicht mal ein paar... Monate und ich weiß jetzt nicht, seit wann ich den habe. Also etwas noch in dem Jahr, das weiß ich, aber ich weiß nicht genau, wann ich mir den geholt habe. Erstmal theoretisch hätte ich doch den Laptop, dann hätte ich gar keinen Fliff aufnehmen können. Ja, dazu, dass ein Laptop natürlich von der Leistung her gegenüber den Gaming-PC stark am Abstinken ist. Aber genug davon. So, noch zwei von denen, dann können wir natürlich das auch schon wieder abgeben. Und dann schon bald so langsam bis sicher uns dem Hühnchen-Quest widmen. Also sind wir ganze drei Levels beschwert. Ich kann sagen, dass ich mich jetzt auch wieder zu oft wiederhole, aber ich... Mir fällt sonst nichts anderes. Und falls hier noch hänger so in diesem... Part aufzufinden sind, da liegt es einfach definitiv an Fliff. Weil jetzt hat er schon wieder mal ein bisschen Probleme. Also normalerweise ging es ja. Sonst müsste ich halt zur Not auch die eine Echse, die ich noch nebenbei so offen habe, die auch runternehmen. Und wenn es dann mit einer Echse genauso beschissen neckt, dann ist das Projekt sofort auf der Stelle beendet. Dann habe ich dann auch keine Lust mehr. Ehrlich, das ist wieder mal der größte Beweis, wie es programmiert ist.
Ihr könnt zum Beispiel Steam Games aufnehmen, die noch viel höhere Anforderungen habt, ohne Lags. Aber vielleicht da spalten sich eben wieder die Richtungen. Und jetzt ja, zu dieser Quest. Also im Deutschen. Da gibt es nämlich so. Das ist nämlich falsch geschrieben. Da steht einfach, sieht man so den Boss. Dumpstone Beard Kill. Und da meinen natürlich etwa 50% der Leute, man muss natürlich den Giant killen. Aber das ist falsch. Man muss nun lediglich einen von diesen Captains killen. Das ist der Irrglaube, der mal gerne passiert. Es liegt einfach da an der Übersetzung, da wurde einfach bei der Übersetzung geschlampt. Ich weiß auch nicht, welche Leute dafür das Übersetzen zuständig sind, aber bitte beachtet mal, dass ihr das auch mal richtig übersetzt. Weil sonst gibt es wieder solche Irrglauben und dann hängen sich die Leute wieder drüber, dass. Ja, das heißt ja, von den Questen muss man es von dem droppen und der droppt sie nicht. Und dabei ist es dann mehr von einem Captain. Also das muss eigentlich nach meiner Meinung nicht sein. Liebe Webseite, falls ihr das Video mitbekommt. Das ist schön, wenn jetzt der Captain das Ding jetzt auch mal droppen würde, dann wären wir schon bald wieder durch. Noch schlimmer ist, wenn wir außerhalb des Droppbereiches wären, dann droppen sie so gut wie gar nicht mehr. Obwohl, die droppen sie jetzt schon so ziemlich selten. Ich bin ja erst Level 42, also noch im idealen Droppbereich. Aber ich vielleicht auch, dass ich auch keine Party habe. Und eben Mengen im weiteren Verlauf dieses Projekts muss ich dann nochmal überlegen. Wenn ich dann sehe, dass schon bei 2x nach schon wieder ein Dorf am Rumspinnen ist, dann muss ich das leider halt frühzeitig beenden. Ich will es nur ungern, aber ich sehe leider fast keine andere Möglichkeit mehr. Sagen wir mal so, bis Level 60, das kann ich auf jeden Fall noch machen, das ist kein Problem. Aber alles weitere geht dann nicht mehr. Oder mal schauen, vielleicht beruhigt sich das mal. Könnte sein, dass es jetzt wegen der Serverwartung so ist, dass es dann so beschissen rumlegt. Keine Ahnung, was sie da so wieder eingeführt haben. Ja. Nur will es wieder nicht droppen. Da ist es endlich. Nach langer Wartezeit, da kam es mal endlich mal vor. Ich glaube, ich also werde vor allem für den nächsten Part wieder auf eine Echse runterstapeln, um schon mal wieder eine gute Performance bieten zu können. Oder falls ihr noch so eine Ahnung davon habt, wie man das ein bisschen beenden könnte, lasst es mich wissen. Bin gerne für Vorschläge zu haben. Und jetzt hör auf rumzuspinnen! So. Also heute ist es wirklich extrem. Das hatte ich sonst nicht. Ich glaube, ich. Entschuldigt mich kurz, ich glaube, ich mache das mal kurz. Ich schließe mal die Echse, die jetzt noch zu viel ist. Einen kurzen Augenblick. Geht gleich weiter. So, jetzt müsste es wieder laufen. Will ich jetzt auch stark hoffen, ich habe nicht noch mehr Nerven, dass es noch weiter so rumspinnt. Und je nachdem, was noch für Zeit bekommt, kann man natürlich auch noch diese 10 Awakening Scrolls auch noch verschwenden. Für ein Schild, das eh nicht besser werden will. Man kennt ja das typische Luck, ich kann noch zum Beispiel mal sagen, ich habe vor kurzem nachher versucht, ja für meinen Elementor eben noch eine Fusion-Stuff zu erwecken, dass ich dann in den Ancient-Stuff reinfusionieren werde.
und es kam etwa in gut 80% der Fälle alles, was ein Blade bräuchte. SDR, Crit Damage, Crit Rate. Seit wann braucht das nämlich ein Elementor? Erklärt mir das mal jemand. Ne, jetzt mal im Ernst. Da sieht man, wie das Spiel ist. Es ist nämlich genau falsch rum. Da kannst du zum Beispiel kannst du mit dem Blade mal Sachen weg und dann kriegst du andauernd nämlich Sachen, die zum Beispiel der Mage bräuchte. Ist so. Weil für mich sieht das einfach so aus. Als ob das bewusst so programmiert wurde. Wenn der Spieler kennt, ah, jetzt will ein Elementor mal was, dann gibt mir natürlich alles, was ein Blade bräuchte. Gut, ich glaube, dafür brauche ich auch wieder Stonehand. Ehrlich, das sind wieder mal solche Lobs, die gerne weglaufen. Wenn sie mal wieder zu viel Schaden genommen haben. Und dann packt es auch wieder so wie Sau rum. Zum Beispiel hier. Aber wenn er mal stillsteht, dann haben wir ihn auch wieder schnell down. Sofern wir nicht gerade zu viel messen, ne? Das nochmal so kurz bereitlegen, weil ich benutze sozusagen das Board hier als Obergrenze, heißt das Grenze von den Items, damit ich weiß, wie weit ich gehen darf beim Verkaufen. Nicht, dass ich aus Versehen irgendein Teil verkaufen, was ich noch bräuchte. Und theoretisch könnten die eigentlich auch 45 Setpots droppen, aber heute tun sie es anscheinend nicht. Aber ich würde mal ziemlich sicher sagen, dass die nachfolgenden Mobs, die sie wieder droppen würden, kommst du jetzt da runter? Seht, das ist wieder mal der größte Beweis. Alter, die Messrate, die kotzt mir auch schon. Hallo! Kannst du wieder mal treffen, bitte? Dankeschön. Achso, das Essence of Bubble bräuchte ich ja auch. Das habe ich jetzt ja bekommen. Was ist in dem Part ein bisschen ein paar Schimpfwörter von? Ich kann nichts dafür, weil ich bin heute ein bisschen angepisst. Vielleicht merkt man das auch schon so. Oder hat es am Anfang vom Part gemerkt. Ihr könnt jedes einzelne Spiel aufnehmen. Wenn es jetzt nicht gerade einen Grappelbezug benötigt und würde keine Legs haben, aber das hier ist der ultimative. Der ultimative Aufnahmekiller. Kannst immer mit zwei Echsen aufnehmen und es geht. Ehrlich. Seid mir nicht böse, wenn ich das Projekt dann abbrechen müsste. Weil. Ich sehe einfach den Sinn, hier noch eine Zeit zu verschwenden, wenn es dann auch nichts bringt. Na, mein PC könnte es ja kaum vorstellen, dass es daran liegen würde. Und ein anderes Aufnahmeprogramm will ich mir jetzt auch nicht tun, wenn ich da schon so wenig Zeit habe. Ach, wir haben Level 43 erreicht, falls ihr es noch nicht gemerkt hättet. Das heißt, wir können das Quest jetzt jederzeit abgeben, wenn wir wollen. Nochmal Stonehead nachcasten und dann noch die letzten 5 killen. Aber ich versuche das Projekt noch so lange zu ziehen, wie es geht. Also so lange weiterzumachen in respektive. Mal schauen. Also. Was jetzt zum Beispiel zwecks an Event-Präsentation ist, das kann ich auf jeden Fall machen, das ist kein Problem. Oder so Dungeon Runs, um da mein Glück zu beweisen und so. Was das so eine Art Tutorial-Zeug, das könnte ich auf jeden Fall noch machen, das ist kein. Das ist kein großes Thema, da brauche ich auch nicht so viel. Und vielleicht kann man halt doch noch ein oder zweimal auf ein Wunder hoffen. Also heute wird es wahrscheinlich eher nur um die Realm Quests drehen, sind jetzt schon fast wieder 20 Minuten dabei. Das ist jetzt der letzte.
Ihr müsst euch mal vorstellen, das mit einem High-Level-Chart zu machen, wenn ihr dann außerhalb des Drop-Bereiches seid. Da kriegt ihr zum Beispiel das Quest davon nur selten. Ich muss nur überlegen, mit welchem Job will ich dann die Events mal zeigen. Ich könnte es mit meinem extravaganten 150er Slayer machen, wenn ihr wollt. Müsst ihr wissen. Oder halt mit dem hier. Wäre auch nicht schlecht. Jedenfalls eben das eine. Würde ich eher sagen, wahrscheinlich mit dem hier, weil es wäre vielleicht klüger. Also bei einigen speziellen Events, halt wie zum Beispiel der fluffigen Invasion, kann ich es dann halt nur mit einem speziellen Chart zeigen. Aber dazu später mal mehr, wenn da mal wieder mal eins kommt. Im Moment ist einfach jetzt gerade tote Hose, kein Event da, auch kein Fun mehr, ne? Ist eben so. Und jetzt das gleiche nochmal in grün. Diesmal müssen wir Prankster töten. Auch wieder 15 Stück. Und deren Quest können wir sogar noch einsammeln für später, falls wir sie noch bräuchten und so. Das müssen wir zuerst mal die normalen Prankster finden. Obwohl, so Dungeon Runs müsste ich halt noch schauen, ob es irgendwie gehen würde. Kann jetzt nur wieder mal ein bisschen dauern. Vor allem, weil der schon wieder Missbugs hat und so, oder was weiß ich. Nehmen wir das mal kurz zurecht, dass wir dann wissen, die am Sammeln sind. Runter und du nach da drüben, du dorthin, da hin und dorthin. Ja, spätestens nach dem Quest müsste ich dann eh wieder mal Inventar leeren. Und wir haben auch gar keine Treasureboxen. Den Schlüssel, seit wann haben wir denn eigentlich? Habe ich den Frosch getroppt oder habe ich den schon seit dem letzten Mal? Noch zur Sache zu den Livestreams. Ich bin mir am Überlegen, ob ich das dann diese Woche diesmal am Donnerstag mache. Seht ihr einfach dann in den Ankündigungsvideos. Freitag würde es mir zwar persönlich am besten gehen. Die droppen immer noch solche 30er Suits. Freitag würde es mir auf jeden Fall definitiv besser gehen, aber da streamt eben noch der Rüdiger. Aka Konsolenfalke. Früher auch bekannt unter Wehawk LP, falls ihr den noch kennt. Das ist dann halt eben das Problem, dass ich dann noch nur 2 Stunden streamen könnte, weil da ich dann nächsten Tag auch wieder früh aus den Fäden muss, dann kann ich auch nur bis 22 Uhr. Oder halt mal schauen, wie wir das genau machen. Ich kann es jetzt noch nicht so genau sagen. Dann müsste ich das alles nochmal anschauen. Und so am Mittwoch könnte ich ja zwar auch nicht, da hat ja der Keanu 88 natürlich seinen Stream mit. Geht momentan jetzt noch mit. Wie hieß das nochmal? Corpse Party Blood Drive? Das war seine LP-Aufnahme, die macht er jetzt auch so im Livestream. Und am Samstag ja immer Super Mario Galaxy 2. Wenn es nicht gerade GTA Online käme.
werde dann definitiv nach diesem wieder mal eine kurze Pause einlegen müssen, um wieder mal ein bisschen runterzukommen. Also heute ist ja wirklich der Wurm drin. Nee, vielleicht liegt das an der Serverwartung, oder? Da muss ich mal schauen, dass ich dann vielleicht die Parts auch umlege, dass ich dann am Donnerstag und am Sonntag eins präsentieren würde. Wäre es halt nicht mehr frisch von der Presse, aber egal. Zu viel im Voraus reden könnte ich ja auch nicht. Ich muss das schauen, wie ich das alles regle. Aber ich sehe jetzt momentan einfach die Zukunft in diesem LP sehe ich ein bisschen kritisch gegenüber. Nicht, dass ich nicht die Lust habe, es liegt einfach an der Möglichkeiten. Haben wir ja auch schon gesehen, mit zwei Exen hat sie auch schon wieder ein bisschen gehangen und Standbilder gegeben. Und wenn ich so viele Probleme dann wieder habe, dann macht mir wirklich die Aufnahme auch keinen Spaß. Ich habe es ja mal in einer der letzten Parts erklärt, man sollte ein Spiel nur dann spielen, wenn man auch da richtig Fun davon hat. Das gleiche kann man auch mit dem Let's Play so sagen, wenn man da keinen Fun drauf hat, dann kann man es auch sein lassen. Ist ja nicht so, dass man dazu gezwungen wird oder so. Was? Das muss ja für jeder sich selber wissen. Erstmal für die Zuschauer wecken kann man sie auch zum Beispiel auch noch so sehen. Dann liefern wir ja den ja in Material. Der hat dafür und ich fliege jetzt natürlich wieder eiskalt zum falschen NPC. Ist ja, schlussendlich ist es ja eure Entscheidung. Und nicht die meine. Ich glaube, nach diesem Quest kommt dann schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Ivilis Dungeon Quest, oder? Müsste ich dann anschauen, wenn ich dann deren Gig mache, dass ich dann auf jeden Fall die Grilled Eels wieder verwende und ein paar Power-Ups. Wieso habe ich jetzt 12 Refholz? Ach ja, das ist noch vom Level-Up-Event. Stimmt. Das hätten sie ruhig genau 3 Wochen lassen können, aber... aber laut denen können sie wahrscheinlich das Level-Up-Event mit dem Secret-Drop-Event nicht parallel... nein, was sag ich da? Nicht getrennt laufen lassen. Was ich jetzt nicht verstehe, aber... für Anfänger war es ja nice, hätten sie es ruhig 3 Wochen sein lassen können. Aber jetzt ist der Verdacht durchsteckt, dass sie es nur wegen diesem 7-jährigen Web-10-Geburtstag gemacht haben, dass sie einfach von 3 auf 2 Wochen reduziert haben. Oder eben wegen den zu vielen Beschwerden. Da frage ich meistens ja die Community auch noch dran. Wieso beschwert ihr euch für ein Event, wenn ihr dann vor kurzem noch darüber beschwert habt, dass es kein Event ist? Das solltet ihr mal glücklich schätzen, wenn noch mal überhaupt eins kommt. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Über ein Event beschweren und sich... und wenn dann eins kommt, sich nochmal darüber zu beschweren. Das verstehe ich auch nicht. Und normalerweise geht man auch davon aus, dass Webson da eh nichts macht. Aber momentan scheinen die jetzt wirklich mal wieder Interesse daran zu haben, das Spiel zu retten. Und nicht wundern, wenn ich die 30er Pots verkaufe, ich kann die einfach nicht gebrauchen. Gut, dann weiß ich, mit was ich dem LP-Part beginne, also den nächsten. Zuerst mal das hier alles verkaufen, dass wir wieder mal Platz haben. Also jetzt zum Beispiel die 45er Set-Teile, die werde ich dann natürlich nicht wegwerfen. Die werde ich wenn möglich behalten. So, dann können wir das mal so hinlegen. Dann geben wir nochmal zusammen kurz die Quest ab und dann beenden wir auch den Part an der Stelle. Es müsste jetzt noch 20% geben und ein paar Penya. Habe ich auch nichts offen, ne? Fragt mich auch noch, was das eigentlich sollte. Ich habe ja vorhin einmal 2 Echsen gesessen und dann lief es ja perfekt. Und dann auf einmal
Kein Bock mehr. Riff ist halt schon ein Mysterium an sich. Ja, das will ich mir abgeben. Ja. 43.000 Penny und 20% XP. Damit war es da für den Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!